Hier sehen wir, dass die Steine wieder eingesammelt werden. Sie wurden anscheinend von den Demonstranten nicht benutzt. Man hat sich bemüht, hier ein bisschen zur Eskalation beizutragen, aber klappt halt nicht immer. Zehntausend verwirrte Seelen hier in Frankfurt, dabei weiß auch jeder, wie gut uns die EZB tut. Aber ruhig! Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, wir? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, wir? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir, wir, wir. Sind Sie Frankfurter? Leider ja. Warum leider? Weil, wenn ich unsere Stadt so sehe, wie sich jetzt momentan sich das so entwickelt hier, das ist ja fast schon ein Ausnahmezustand, den man so gar nicht mehr hinnehmen kann. Alleine. Dass zum Beispiel diese Menschen diese traurig machen. Ja, leider. Traurig. Ja, ja, oh ja, traurig. Also er ist echt traurig, aber ich habe nur Helium geschluckt. Ganz traurige Menschen sind wir. Das ist nicht mehr unser Frankfurt. Nein, nein, das ist nicht mehr unser Frankfurt. Wie finden Sie das? Beschissen. Warum? Sie sind nur Bekloppte. Wieso? Ach, müssen ja alles kaputt hauen. Naja, sind ja auch ein paar... Das ist doch gar nicht wahr. Wir hauen doch nicht alles kaputt. Nein. Heute Morgen haben Sie im Fernsehen gesehen. Ich finde es unverschämt. Man soll, warum vergreifen die sich an tote Gegenstände? Was ich verurteile, wie gesagt, dass es so viel darunter mischen. Ja, die Massaker brutal und sich an tote Gegenstände vergreifen. Na gut, also hier unter dieser Finanzpolitik und unter der ökonomischen Kraft der Reichen leiden Milliarden Menschen. Ja. Was ist ein brennender Polizeiwagen dagegen? Hier sehen wir, dass die Steine wieder eingesammelt werden. Sie wurden anscheinend von den Demonstranten nicht benutzt. Man hat sich bemüht, hier ein bisschen zur Eskalation beizutragen, aber klappt halt nicht immer. Schöne Steine. Kapitalismus raus aus den Köpfen! Kapitalismus raus aus den Köpfen! Ja, genau, dafür bin ich heute hier. Ach so. Auch wir sind für Härte, auch wir tragen Bärte, auch wir gehen oft viel zu weit. Mein Name ist Mick Knauf, ich bin Börsenkorrespondent hier an der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie sind so zur Arbeit gegangen? Ja, ich bin so zur Arbeit gegangen, da bin ich patriotisch genug. Blockupy kann sich anziehen, wie sie will, ob mit oder ohne Maske. Sind Sie lebensmüde? Wir geben vielleicht einen guten Rat an gerade junge Leute. Börse ist nie Vergangenheit, Börse ist immer Zukunft. Das heißt, was wird in Zukunft gekauft? Was braucht der Mensch? Er will gesund bleiben, er will fit bleiben. Also alles, was mit Pharma zu tun hat, mit Healthcare wird laufen. Aber eine Frage hätte ich dann natürlich noch, wo sind die asozialeren Elemente zu finden? Draußen bei den Demos oder hier unten auf dem Parkett? Na, da will ich ganz klar sagen, momentan. Habt ihr wirklich echte Banker getroffen? Die trauen sich ja heute gar nicht auf die Straße. Ich weiß nicht, vielleicht waren das auch Hologramme. Wir sind ja technisch schon ziemlich weiter. Ich konnte es nicht genau einschätzen. Nimmst du Drogen? Das auch regelmäßig, ja. Aber das geht auch nur wegen den günstigen Zinsen durch die EZB, ne? Also da haben die mir auch geholfen. Du begehrst auf, du protestierst, aber hast du eigentlich auch schon mal über deine Altersvorsorge nachgedacht? Was ist denn das für eine Frage? Willst du mich gerade verarschen? Darf ich Sie fragen, wie Sie das hier finden? Blödsinn. Warum? Weil es Unsinn ist. Schauen sich doch die Leute an, die hier demonstrieren. Haben kein Geld wahrscheinlich. So ist es, ja? Ja. Pech gehabt. So ist es. Für weitere Videos klickt unten und abonniert auch unseren Channel. Alles im Kasten? Okay, tschüss. Geht's denn hier raus? Hä? Scheiße!